Pixel Junk Shooter Ultimate und geometrische Aktivitäten. Da ist das nächste Level. Geometrische Aktivitäten. Und dann schauen wir mal, wie geometrisch das Ganze hier wird. Ah, super. Die ich ja schon in der letzten Folge nicht so mochte, sind wieder hier. Oh, Gott sei Dank. Ich mag die nicht. Ich weiß nicht warum. Ich mag sie einfach nicht. Okay, so hält man also die Lava auf. Vielleicht wird es auch nicht ewig halten, man weiß es nicht. Bonuslevel? Nein, kein Bonuslevel. Ja, das hält nicht ewig, war klar. Ja, super. Na toll. Na toll. Schön. So. Den hätten wir. Da ist, glaube ich, wieder ein Magma-Anzug, den wir uns gleich mal nehmen werden. Denn wir müssen ja wahrscheinlich das Eis zum Schmelzen bringen. Genau. So. Genau. Machen wir da direkt. Damit sammeln wir auch die Diamanten ein. Und gucken, ob hier irgendwo was versteckt ist. Ohne dass wir selber verbrennen. Weil ich möchte ja doch schon rausfinden, wo hier die Diamanten sind. Da könnte was sein. Oder? Das sieht mir förmlich dann da raus. Nee, ist... Ah, da unten ist einer, ich sehe ihn. Der klemmt da an der Wand. So. Da war nichts, ne? Nein. Hier vielleicht an der Wand. Ein Diamant. Ja, da müssen wir aufpassen, das sind unsere Kollegen. Müssen wir vorsichtig mit der Lava umgehen. So. Ja, ich weiß, dass wir da oben hin müssen. Aber zuerst möchte ich mich hier noch ein bisschen... Uha! Ah, er stirbt durch die Lava. Sehr schön. Scheint aber nicht zu sein. Also da zumindest nicht. Was ist hier oben? Hier vielleicht? Da unten vielleicht? Nee, doch nicht. Da ist er. Da hat er sich versteckt. Den habe ich, glaube ich, vorhin übersehen, wie wir das Level gestartet haben. Kann das sein? Kann das sein, dass er am Anfang schon da war? Ja, okay. So. Umkehranzug. Du kannst jetzt durch Magma fliegen, aber Wasser schadet dir. Ja, das wissen wir. Da ist auch, glaube ich, ein Diamant, oder? Nee, doch nicht. Wie war das denn nochmal? Nee. Hä? Ja, das schadet uns, das ist klar, aber... Wie, Ah, so, okay. Ah, ja. Ah, jetzt ja. Eine Insel. Erinnert mich auch ein bisschen an Metroid Prime, muss ich ganz ehrlich sagen. Da war ja auch so eine... dieses Raumschiff von Samus Aran. Habe ich gerne gespielt. Metroid Prime. Oder Metroid Prime. Muss ich sagen, ist ein sehr cooles Spiel. Sollte man auf jeden Fall mal angespielt haben. Bin mal gespannt, ob sie für die Wii U irgendwie so ein Remake mal machen oder sowas. Oder einen neuen Teil. Bin ich überlegen, ob ich mir mal eine Wii U wieder zulege. Ich hatte ja mal eine. Ah, ich kann ja durch Lava fliegen, stimmt ja. Ich wundere mich schon die ganze Zeit, warum ich da warte. Nur Wasser schadet mir. Da fällt ein Diamant.
da oben ist wieder ein Diamant. Ich sehe es in der Ecke schon hocken. So müssen wir aber erst warten, dass das Wasser weg ist. So. Wasser ist mal wieder unser Feind. Uah. So geht's. So lässt sich's leben mit den Viechern. Ah, genau. Und tschüss, Jungs. Macht's gut. Grüßt mir den Mann im Mond. Oh, nicht mehr. Ja. Wie, ihr verschießt da irgendwo Lava zu dem Kollegen da oben. Dann erschieße ich euch. Ich meine, ich erschieße euch auch so, aber... Gott sei Dank. Ah, hier oben ist ein Diamant versteckt. Guckt an. Wenn man das vorher wüsste. So. Mein Gott. War spannend gerade. Ich bin total fasziniert von dem Level. Ich weiß nicht warum. Den habe ich jetzt gar nicht gesehen durch die Anzeige da oben. Schon ein bisschen merkwürdig. Bonuslevel? Ja! Bonuslevel. Den sammeln wir ein. Kaneko! Diese plötzliche Magmawelle ist ziemlich ungewöhnlich. Eine Art anatomische Veränderung in dem riesigen Wurm hat anscheinend das empfindliche Gleichgewicht dieses Planeten zerstört. Die einheimischen Lebensformen passen sich bereits an das raue neue Ökosystem an. Es wird sich zeigen, welche Ereignisse wir damit ausgelöst haben. Es sieht aus, als sei der Planet selbst wütend auf uns. Ui, das klingt da nicht sehr toll. Das klingt alles nicht sehr toll. Nicht sehr toll? Ja, nicht sehr toll. So. Ah, da ist wieder ein Diamant. 2 von 3. So. Irgendwo ein Diamant noch hier, den wir übersehen haben. Ne, sieht nicht so aus, oder? Ja, vielleicht hier unten drin, in der Lava. Müssen wir uns ein bisschen gedulden. Das Wasser, die Lava da hinten abkühlt. Es kann ein bisschen dauern, weil wir müssen ja sowieso da unten hin zu den Kollegen da unten. Naja, können wir hier schon mal machen. Hier schon mal durchgehen. Da ist er schon gewesen. Ich wusste es doch. Ich wusste es. So. Und somit können wir schon direkt weiter. Haben wir das Level auch bestanden? Schutzschild haben wir noch? Ja, wie sollte es auch anders sein? Ich glaube, ich hole mir doch trotzdem nochmal das andere Schutzschild. Ja, toll, super, klasse. Mando! Hast mir mein Schutzschild geklaut. Da ist eins. Das nehmen wir mit. So. Was bringt uns das? Das macht die Tür auf. Schön. Den können wir noch nicht erledigen, weil... Da kommen wir so schnell gar nicht hin. Das heißt, wir müssen mit den seinen Sternen erstmal mitfliegen. Wow! Okay. Brandgefährlich. Brandgefährlich. Ich sag ja, ich mag den nicht. Da kommt bestimmt so ein Endgegner in dem Level hier, der damit zu tun hat. Mit Sicherheit. Mit absoluter Sicherheit. Da ist ein Diamant. Ich habe ihn gesehen. Da im Wasser. So. 2 Kollegen retten wir hier mal.
Uah. Okay, da müssen wir jetzt ein bisschen warten. Vielleicht geht's hier oben hin. Ja, ein Bonusraum. Sehr schön. So. Da oben geht's nicht weiter, nein. Schön, dass unser Raumschiff auch so einen Lichtwurf wirft. Also so. Uah. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Ja, geh weg. Mann. So, jetzt kommen wir hier auch durch. Können unsere Kollegen retten. Können da unten den zerstören. Sehr schön. Da ist ein Diamant, oder? Nee, doch nicht. So. Noch ein Bonusraum da oben vielleicht. Nein. Wir haben alle Diamanten gesammelt. Das heißt, wir können ihn hier aufnehmen. Ach, da ist die Tür. So. Fliegen wir ein bisschen. Uah, was war das denn? Was war das denn? Schon wieder so ein unerklärlicher Tod. Ach, das gibt's doch jetzt nicht. Ach, da war bestimmt noch Lava drauf. Oh Mann, Leute. Das geht gar nicht. Geht gar nicht gerade. So. Also, da oben war der Bonusraum mit dem Diamanten, ne? Ja, genau. So. Dann war hier der andere Diamant, der zweite. Die Kollegen knallen wir erstmal ab, genau. Die sammeln wir ein. Und hier lassen wir die Lava rausfließen, genau. So, dass wir hier oben lang... Uah. Dass wir hier oben lang kommen. Wunderbar. Sehr schön. So. Jetzt müssen wir aufpassen, dass wir da nicht, wie gesagt, in die Lava da treten. Oh nein. Dass wir ihn da nicht verglühen auch. Man erkennt das gar nicht, ob da noch Lava drauf ist oder nicht. Deswegen bin ich beim letzten Mal auch so gestorben. Da werde ich bestimmt nicht lang. What the fuck? Wir müssen hier lang. Da ist ein Schutzschild. Das möchte ich noch mitnehmen. Hallo. So, sehr schön. Hui. Hui. Wiedersehen. Macht's gut. So. Finales Level, so wie es ausschaut. Ja. Finales Level mit jeder Menge Gas. Gehen wir erstmal hier gucken, was hier auf uns wartet. Da ist ein... Hier oben, Bonuslevel? Nein. Na, wir haben ihn erledigt, unseren Kollegen. Naja, egal. Collateral Damage. Na, super. Klasse. Der kommt mir jetzt gerade recht. Da war ein Diamant, was ich schon vermutet hatte. So, sehr schön. Ach, da sind andere nachher. Das sind die an eine Bande schießen können. Da sind andere Gegner. So, wo geht's hier lang? Da ist ein Kollege. Hier ist ein Bonusraum. Und da ist Lava, die wir abfließen lassen können. Und da oben ist auch ein... Da oben ist auch ein Diamant, den wir noch mitnehmen. Na super.
So. Da die Kollegen, da müssen wir noch hin zu den Kollegen. So. Ah, Level up. Level up. Hier kommt doch wahrscheinlich auch wieder gleich so ein Viech mit Lavaspuck-Sachen. Damit die, damit das Gas explodiert. Damit rechne ich doch jetzt schon. Oder so einer. Oder auch nicht. Ja, ich wusste es. Auf Wiedersehen. Mach's gut. Ja, das hätten wir. Haha. Sehr, sehr schön. Awesome. So. Ja. Das heißt, wir brauchen noch 11 Diamanten. Der Bereich ist blockiert. Nein, wir brauchen insgesamt 11 Diamanten. Hier gibt es noch 3, da gibt es 12, da gibt es noch 4. Das wären schon mal 7, die beiden. Ja gut, aber ich würde sagen, das mache ich in der Pause. Und in der nächsten Folge seht ihr dann, wie es weitergeht. Und zwar in diesem Bereich. Und zwar urlaubsreif, Fragezeichen. Also, macht's gut. Ciao.